Geschichten. Wieder mit dabei der Mene und der Brilli. Moin, moin, hallo. Moin. Ja, ich so, liebe euch doch auch. Zweite Folge, da oben sind noch Mineralien hier. Wir haben in der letzten Folge haben wir doch den Boss hier schon mal entdeckt. Wo hast du die gesehen? Da, tatsächlich. Hier. Ah! Ja, ich lock den Boss mal noch ein bisschen rum. Nee, warte mal, also ich könnte uns jetzt einen Kopf bauen, vielleicht ist das mal ganz kleiner cool, Tipp nicht? Für euch. Ja. Was ich gerade rausfand, die Slots haben diverse Umrandungen. Blau scheint ziemlich wertvoll zu sein, weil mein Goldnugget ist blau umrandet. Aha. Da gibt es manche Samen, die sind grün umrandet, die scheinen wertvoller zu sein, als die nicht umrandet sind. Junge. Und so weiter. Zwiebel? Ja, hier bei der Arbeit. Ich habe gerade eine Kiste mit ganz, ganz vielen Samen gefunden. Nice. Das ist die Samenbank gefunden. Das ist quasi dein größter Meins. Schatz. Ja, absolut. Ich bringe dir mit. Mach das. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Kann man mit diesem Schleimboden irgendwas machen? Ja. Junge. Hast du gerade einen Exorzismus hinter dir? Oder ist so. Ja, wollen wir den Boss jetzt hier angehen oder was machen wir? Ja, ich komme gleich. Ich mache jetzt meinen Farmgang hier noch zu Ende, bis ich voll bin. Und dann bin ich on my way. Bin ich voll on my way. Da hat er mal kurz nicht aufgepasst. Ja, hab mich aber nicht getroffen. Okay. Hüzel, so, knappe Döschen. Du kleine Sau. Aber ich brauche noch ein Schwert. Ui. Ja, für den braucht man halt am besten sogar einen Bogen, glaube ich. Mit Pfeilen und so. Ich habe einen Bogen. Ja, hast du auch Pfeile? Grottling, Bruder, was? Geh doch mal weg. Ey, Leute, wir müssen Grottlingbrot backen. Das gibt plus 36 Essen. Ja, können wir machen, sofort. Ich glaube, der ist hinter dir her, wa? Das ist ja Absicht. Ach so. Dann kann ich mich mal um seine Bros hier oben kümmern. Achtung, er kommt zurück. Aber ich glaube, wenn er auf dem Rückweg ist, dann ist er unbesiegbar und geht erstmal zu seiner Basis. Guck mal, was ich jetzt hier für einen schönen weiten Weg, breiten Weg. Ja, geil. Aber ich muss mal kurz runter. Ich brauche noch was zu beißen. Okay, ich komm auf. Und ich habe noch zwei Kupfer. Mit bei. Gebracht. Ich habe 27. Oh, so. Ich schmelze mal ein bisschen was ein. Mach mal. Und dann baue ich mir aber mal ein Schwert. Mach das. Ich gucke mal, was kann ich denn alles hier. Was ist das? Ein Leuchttulpensamen. Bauen. Haben wir schon Kupfer am Boss gebaut? Nee, ne? Nope. 8 Kupferbahnen brauchen wir. Dann baue ich mal ein. Du Blade. Also nicht du, ich meinte gerade mein Charakter. Ist blöd! Ja, blöd, dann kann ich nämlich schön eine Kupferrüstung mir bauen. Freude, Freude. Mach es und du fliegst. So, Zwiebelchen mach ich mal Erntovic. Warum fliege ich denn da? Fliegst du? Ja, weil er neidisch ist. Entweder kriegen alle erstmal einen Helm. Oder okay, keiner also, kriegt irgendwas. Okay, 3 Kupferhelme, ja? Ja, ja. Ich glaube, dafür reicht es. Doch, da könnte es gerade so reichen. Ich pack erstmal ein paar Sachen in die Kiste. So. Everybody! Ach du Scheiße. Yeah. Ja, Leute, wir werden halt auch nicht jünger, ne? Oh, Leute, ich bin hier in so einer. Hier sind so Ruinen. Heroin? Heroin! Oh, ich hab sogar schon Zinnerz, sehe ich gerade. Ich bin umgeben von Heroin. Heute live vom Frankfurter Bahnhof. Ich mache hier alles kaputt, ist mir scheißegal. Ja, ist na klar. Antiker Edelstein hier gefunden. Eskalation. Was ist das? Fasern, seidiges Material. Ah. Ja. Kannst du einen Schlüppi draus bauen? Boah, was zu essen. Ich hab hier ein bisschen. Ja, bau doch mal einen Kochtopf. Kochtopf baue ich, kein Problem. Ich esse erstmal ein paar Pilze. Steinhauttrank plus 34 Rüstung für eine Minute. Geil. Antike Münze. Davon können wir uns das zurück kaufen. Einen Kochtopf soll ich machen. Yes. Ich habe gerade auch noch 2 da reingedrückt. Ein Holzhelm. Na geil, Junge, komm. Helmholz? So, hier, Kochtopf. Da ist ja der Kochtopf. Wo denn? Ach, da. Ja. Nice. So, und jetzt hauen wir hier mal was drin. Koche Essen, um neue Rezepte zu entdecken. Also, es gibt Paprika. Guck mal, was ich auf dem Kopf hab. Pissbot. Hübsch. Ja, ne? Ja, genau. Du kannst immer verschiedene Sachen kombinieren. Immer 2 unterschiedliche Sachen und da kommt dann was anderes raus. Also ich habe jetzt Paprika mit Paprika kombiniert. Es gibt das geht. Gefüllte Paprika mit Paprika. Du kannst es aber auch mit was anderem kombinieren. Oh, würziger Pfeffer-Wrap.
Paprika Maniac. Yes. Mach nicht immer das, mach erst mal, erforsch erst mal ein paar Rezepte, bevor du immer dasselbe baust. Esse ich jetzt den Wrap selber. So. Mach das doch. Der ist grün, hast du jetzt davon. So, Leute, ich bin jetzt langsam voll, ich komme jetzt mal zurück. Also, ist Kasten leer oder was? Herzbeere, also, pass auf, ich mach mal hier Mischung mit Herzbeere. Warte, ich wollte mal das hier erstmal. Ey! Geil, die hab ich jetzt im Inventar. So, ich habe jetzt gerade, was habe ich jetzt gemacht? Leuchttulpe und Bombenpaprika wird zu würziger Tulpensalat. 10 Essen und plus 4 Leuchten für 2 Minuten. Cool. Geil. Nehmen wir mit. Nimm den mal raus da. Sonst kochst du den ja. Ja, genau, das wollte ich auch gerade machen. Da kümmer du dich mal ums Kochen. Ich will mich da gar nicht einmischen. Ich guck mal, dass ich für euch noch Helme herstelle. Ja. Helm. 1, 2. Oh, leuchtender Beerenpudding. Kann ich dir den Helm irgendwie geben? Hier, ich pack mal den Helm in den Koffer. Ja. Nimm mal raus, weil sonst hab ich, da ist nämlich kein Platz mehr. Koffer? So. Danke. Oh, ein richtig schöner Pisspot, echt. Brilli, dein Helm ist auch in der Kiste. Ich komme jetzt zurück. Hä? Ja. Ich hab Gold, Eisenerz, alles Wichtige habe ich. Wie hieß denn nochmal dieser Typ? War das dieser Marsianer von Bugs Bunny? Knecht Ruprecht? Keine Ahnung, wie der hieß. Nicht Knecht Ruprecht, so. Das ist auch so Knecht Ruprecht, Junge, echt. Ja. Echt. Boah, mein innerer Monk. Hat nicht einer noch einen Fungusboden? Fungusboden? Ich habe einfach alles ins, in die Kiste gepackt. Was ist? Ich werf dir jetzt die Samen hin, ja? Ja. Hier, alles dir. Alles da, gut. Geile Samen. Super. So, ich habe sie aufgehoben und tue sie in die Kiste, ne? Ich habe übrigens einen antiken Edelstein gefunden, ne? Brilli, nimmst du mal deinen Kopf aus der Kiste, bitte? Wer hat denn hier einen Amboss hingestellt, welcher Trottel? Wer soll denn hier noch durchgehen, ey? Ganz ehrlich. Ja, gar nicht. Alles beisammen. Nimm mal deinen Pisspot aus der Kiste, bitte, damit ich da noch was reinpacken kann. Bau da vielleicht auch mal neue Kisten. Danke. Blululul. Wir sind... Oh, geil. Ein süßer Pfeffer-Wrap. Wir sind der Kupferklux-Clan. Wo hast denn du Felder vorbereitet? Findest du? Oh, hier, wo der Pilz mich angreift. Alter, genau da. Warum kann ich denn hier nichts pflanzen? Warum geht da das kannst nicht? Du nichts pflanzen, da kannst du bloß diesen Myzelboden hin. Und da hieß es dann, soll irgendwann über Zeit dann Pilze wachsen. Ja, das ist er ja hier gewesen, der Pilz. Aber mach doch mal mit deiner Hake bitte einen Boden, wo man was anpflanzen kann. Ja, hier ist doch. Hier. Wo? Ach, da. Da. Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen, weil hier kein Problem. Licht ist. Wir reden ja miteinander. Wo hast du jetzt die ganzen Samen oder hast du die jetzt genommen, Mene? Die sind in der Kiste, habe ich die, in die Kiste. In die Kiste, was ist denn das? Achso. Da müsstest du, glaube ich, zwischen den Feldern immer ein bisschen Blatt lassen für Fackeln, sonst ist es so duster hier. Ja, das kann auch sein. Ich glaube, Larvensamen. Im Dusteren kommt, glaube ich, Gegner auch. Aber Leute, ich mache jetzt hier eine Kiste, ja, hier. Ja. Warte mal, die mache ich hier hin. Da kommen wertvolle Sachen rein, ja? Ah, Pilz, Achtung! Nur blaue Sachen kommen da rein, okay? Nichts Grünes oder so. Ja, ist klar. Was denn? Ja, du musst. Nee, das macht keinen Sinn. Guck lieber, ob das Material. Also da steht ja immer dabei: Material, Nahrung. Was? Was steht da noch? Ja. Steht da nicht? Steht das. Bei dem Essen hast du oben rechts so eine kleine Gabel zum Beispiel. Und bei Material hast du. Nichts. Also, dumme Idee. Aber es geht erstmal nur darum, dass ich die blauen Sachen, die wertvoll sind, hier reinpacke. Wollen wir denn eventuell mal eine... Naja, Holzwand ist doch kacke. Eine solide Wand aus Holz macht sich gut, um daraus eine Basis zu bauen. Warum brauchen wir eigentlich eine Basis? Greift uns jemand an? Naja, das ist klar. Die Bosse können uns bis hierhin verfolgen, im Notfall. Ja, und aber es ist ja... Wie gesagt, kurz. Die Räume, man kann ja diese Räume bauen, wo dann Leute einziehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es ist auch so, dass ja hier diese auf diesem Pilzboden jetzt hier, da spawnen ja tatsächlich hier, Mene. Pilze. Oh, jetzt weißt du, der Mene ist so dumm. Du machst schon wieder Zinnbarren da rein, obwohl das nicht wertvoll ist. Das ist wertvoll. Die Wertvollkiste ist jetzt die antike Kiste. Damit du weißt. Ja, ich habe nur vom Hin- und Herlaufen und mich beschimpfen lassen gerade einen Punkt in Laufen bekommen. Wo ist denn jetzt diese Scheiße? Was? Hast du da noch eingelegt? Ach, diese Harmonie habe ich echt vermisst, wirklich. So, machen wir jetzt Erze und wertvoll kommt da jetzt rein. So. Also ich sag's nochmal, aus diesem
Pilzboden wachsen Pilze. Und zwar nicht nur die zum Essen, die netten, sondern auch die, die einen angreifen. Ah. Deswegen war halt meine Frage, ob wir eventuell doch mal so eine da Wand eine Mauer drum setzen, ja. Da eine Mauer drum wäre schlau. Es ist aber halt das Problem keine Mauer, es ist nur eine Wand. Das ist ja das Blöde. Kann man Wände bauen? Das, oder? Das Problem ist einfach, dass wir sehr schnell Holzmangel haben dann, wenn wir jetzt schon so... Wir müssten dann jetzt erstmal die... Es gibt auch vom Holz so Samen. Wie hießen die denn? Ja. Die müssen wir anbauen, damit wir Holz kriegen. Musst mal lesen, da steht dann... Ja, ich glaube Wurzelsamen ist richtig, genau. Da hieß es das dann darfst aber, das darfst aber nicht zu nah an andere Sachen, weil das sich das so ausbreitet. Richtig, wollte ich gerade sagen. Da steht nämlich extra drin, die Wurzeln breiten sich aus. Sauber gebaut, Brilli, sauber gebaut. Und wir sagen gerade noch, ey, verschwend mal nicht so viel. Und er, alles klar. Ich habe Holz ohne Ende, ich habe Holz auch gefunden. Oder, ja. Aber hast du auch feinen Fackeln überall hingesetzt? So, wo sind denn jetzt Türen? Du kannst auch Türen bauen. Ja, gibt's auch. Wir haben mal zwei Türen jetzt. So, das haben wir. Herzbeerensamen. Wer dafür, dass ihr mir mal ganz viel Holz besorgt? Ich baue uns hier eine schöne. Ja, Kiste. Sagt er, ich habe ganz viel Holz. Ich bin dafür, dass ihr mir mal Holz besorgt. So. Nee, so nicht, mein Freund. Gehen die so Türen. Oh, die muss man aktiv auf und zu machen. Das ist natürlich nervig. Wie gehen die auf? E. Oh. Okay. Warte. Yeah. <Yeah. lacht> Alle mit ihrem Pisspot auf dem Kopf. So. Hier ist Holz gewachsen. Wo? Wer ist mir das? Aua. Wo ist Holz gewachsen? Hier. Wo bist du denn? Warum hast du denn Holz angepflanzt, wo gar nicht unser Feld ist? Ich habe überhaupt keins angepflanzt. Das ist da von Natur ausgewachsen, Mann. Passiert Natur ausgewachsen, Mann. Was ist dieser Mensch? Was muss man jetzt suchen, um Holz anzupflanzen? So komische Wurzeln. Also die kriegst du halt von Holz, glaube ich. Ich habe ein paar Wurzelsamen irgendwie auf Tasche oder in der Kiste. Da müssen wir halt mal überlegen, wo wir die anbauen. Hey. Komm, Brilli, ich wollte dir auch mal den Boss zeigen hier, den ersten. Komm mal. Sollen wir den einfach mal machen? Ja, können wir gerne mal probieren. Noch ein Schwert. Und, warte mal. Ja, ein Schwert solltest du schon haben. Ja, das stimmt allerdings. Mein Reden. Es gibt übrigens einen Mülleimer in eurem Inventar. Da müsst ihr nicht eure Grabsteine hier sammeln. Ich fand's aber lustig. Oh, ernsthaft, ey, hier jetzt kein Holz mehr, oder was? Haben wir jetzt echt kein Holz mehr? Ich kann noch Holz organisieren gehen. Holz? Ich hab noch eins. Nee. Ich hab gesagt, es gibt schnell Holzmangel. Mach soll ich Holz organisieren gehen? Wofür brauchst du wir wollen doch jetzt Schwert? Mal den Boss. Komm, ja, aber lass mal der will doch ein Schwert haben. Ohne Schwert macht's keinen Sinn. Ich hab kein Schwert. Ich kann nur mit aber wie viel Holz brauchst du denn dann noch? Holz? Nein. Ein Schwert brauchst du doch nur... Kupferbahn. 6 Kupferbahn brauchst du doch da nur. Dann mach jetzt. Ein Schwert? 6 Kupferbahn? Ja. Fürs Kupferschwert links brauchst du nur 6 Kupferbarren. Das Problem ist, ich habe gar kein Kupfer mehr. Ja, eben. Ich habe Kupfer. Dann muss ich halt mit meiner Axt drauf. Ich habe Kupfer. Ja, dann baue ich mir halt mal ein Schwert und steck's ihm in die Kiste. Himmel, Donnerwetter. Bibel. Kann doch nicht so schwer sein. Geil. So, dann gehen wir jetzt in den Kampf. Den bei der Macht von Grayskull. Ich gehe vor, ich weiß nicht, wo er ist. Okay, geh mal vor. Da ist er! Au! Ja, ich bin tot. Das war der Boss. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ihr habt genug Zwiebeln mit. Pilze. War keine. Also der orange Boden, der bremst übrigens, ne? Ja, das ist mir klar. Der, wenn der Boss springt, ist der nach jedem Sprung. Ja, immer nach jedem Sprung bleibt er kurz stehen. In dem Moment kann man ihn hauen. Ja. Hat jemand eine Schaufel bei? Ich hab ihn gehauen, ne? Oh fuck. Boah, wow, Alter, der dicke Pudding da, Junge, ey. Boah, der hat mich. Man weiß aber auch nicht, wohin er geht, ne? Nee, au, im Moment auf mich, weil ich der Einzige bin, der bei ihm ist, Mist. Ja, ich bin tot. Wow. Haltet ihn auf Aggro, damit er nicht so resettet. Ich bin ist schon zu spät. Ach, shit. Und immer resettet wieder neue Fackeln setzen. Was heißt denn resettet? Ja, wenn man den zu weit weglockt, dann resettet der. Ist er jetzt wieder auf Null? Ja. Der Bastard? Ja. Ja. Boah, der ist schon wieder aggro. Ey, der klingt original wie so ein dicker Ball, wenn man draufhaut.
wie so ein Medizinball. Das mit dem Verlangsamen ist aber halt echt auch scheiße, ne? Ja, man muss eigentlich den Boden erst ein bisschen von diesem ganzen... Achso, mit Leertaste kannst du immer kurz... Ah ne, das habt ihr nicht, den Sprint, ne? Weil ihr die Feder nicht habt. Ne. Kriegt man jetzt hier irgendwas wieder von seinem... Von seinem Inventar, oder ist es definitiv weg? Ja, das kriegst du wieder, wenn du deinen Grabstein... Ach, da oben. Ah. Okay. Ich hab eine Idee. Was denn? Ich sprich doch mal mit uns. Kann ihn hier so schön locken. Wenn ich wüsste, wie die Bomben funktionieren. Welche Bomben? Ich hab Bomben. Ja, es gibt so Bomben, das stimmt. Befreie jetzt mal den Boden von Schleim. Ja. Jetzt ist er resettet. Achtung, kommt zurück. Hab ne ewig auf Akku gehalten, aber... Was sind für Bomben? Und was für Bomben redet ihr? Ich hab Bomben. Es gibt tatsächlich Bomben, ja. Okay. Ich hab zwei Stück. Bringt's dir was, diese Löcher hier zu bauen? Kommt er da drüber? Da kann der drüber hüpfen, wir können da aber nicht lang. Das ist also eher kontraproduktiv. Ist produktiv? Liebe, mach mal hier mit. Ich habe keine Schaufel mehr. Nach unten hin ist jetzt fast kein Schleim mehr da. Nach Osten hin ist auch fast kein Schleim mehr da. Da arbeite ich zumindest gerade dran. Hey, was bist du denn? Vielleicht sollten wir den auch besser mit dem Bogen bekämpfen. Ja, braucht man aber Pfeile. Kannst du schon Pfeile herstellen? Keine Ahnung. Nope, nicht überprüft. So, wir können den auch mit einem normalen Schwert besiegen. Man muss halt nur immer gucken, dass immer, wenn er springt, man sich bewegt halt. Ja, aber es ist halt, naja, klar. Lass mal probieren. Das schaffen wir, wir sind zu dritt, kommt. Achtung, Zwiebel, du musst aber, du darfst nicht stehen bleiben. Das ist halt im Schleim einfacher gesagt als Gitter. Ja. Au, au, au. Nicht so weit weglocken, sonst resettet er. Manchmal springt er aber auch weiter. Wow! Wie jetzt? Alter. Ja, komm, lächerlicher Typ. Echt. Lächerlicher Typ einfach. Ey, jetzt bin ich sauer. Jetzt kriegt er sie. Hat er nicht lange gedauert. Wo ist er? Mist, jetzt bin ich down. Mach weiter. Ja. Ah, du Pisskopf. Ich bin halt Bergbauer, ne? Gut. Komm her, Schlinger. Ah, nee, resettet. Zu weit weggelockt, scheiße. Jetzt muss man von vorne anfangen. Das darf eben nicht passieren. Was ist? Kommst du oder was? Er kommt. Ich mach nochmal den Boden fresh. Ah, du Piss! Alter. Ja, der macht halt immer neuen Schmodder auf dem Boden. Jetzt ist er wieder resettet, Mist. Aber wenn man ihn dann nochmal angreift, ist er weiterhin resettet oder was? Ja, wenn er ja, du musst dann warten, bis er auf seinem Platz dann wieder ist und dann kannst du quasi neu Aggro ziehen. Ja. Was macht man mit seinen Grabsteinen? Ach, zum Dekorieren verwenden. Und tschüss. Gibt's hier eigentlich irgendwas wie automatisch sortieren? Ja. Wie denn? Einfach in den Müll. Hab ich doch, aber die Frage war, ob ich mein Inventar automatisch sortieren lassen kann. Nee, dein Inventar glaube ich nicht. Oh, diese Scheiße. Ja, wir könnten höchstens jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen Materialien farmen und versuchen, das Rezept für die Pfeile zu besorgen. Der Bogen war jetzt ein Drop von euch, oder? Ich muss mal gerade meine Schaufel repair. Brauchst du nicht, die ist zu teuer, oder hast du eine Kupferschaufel? Ich habe eine Kupferschaufel. Okay. Oh, der gnädige Herr. Mhm. Ja. Was soll man sagen, ne? Ja. Soll ich da mal hin? Sollen wir den mal nochmal holen, versuchen, oder? Ja, wenn dann zu dritt. Zu zweit macht es keinen Sinn. Ah, okay, dann warten wir bis.
Muss aber dann mal mein Schwert. Ich verstehe es noch nicht so genau. Muss ich euch ganz ehrlich jetzt auch mal sagen. Was verstehst du? Mir fehlt nur Holz. Mir fehlt Holz. Ah, Holz. Bergen reparieren. Zack, was brauche ich da? 2 Schrottteile. Aha. Wo ist denn der Schrott? Kann sein, dass ich den gerade mit habe. Ich hole mir gerade Holz. Brauch dann nur 2 Schrottteile. Ich habe noch welche dabei. Folge ist übrigens zu Ende, falls. Au! Ah, hier sind 2 Schrottteile. Ja, mit Zähl ist aber noch nie was gewachsen, oder? Doch, doch. Schon öfter. Schon öfter. Ich könnte euch. Wobei, das wird jetzt wahrscheinlich nicht viel. Was denn? Also, ich bin bereit. Ich habe mein Schwert nochmal repariert. Habt ihr euch wenigstens eine zusätzlich zu eurem Kupferhelm wenigstens Holzrüstungen gebaut? Nee, ne? Ja, eine habe ich, konnte ich mir bauen. Okay. Nee, ich habe nichts. Aber vielleicht, warte mal, wo baut man denn überhaupt sowas hier? 11 Kupferbarren. Für das da. Also hier liegt aber auch nichts rum, wo du sagen kannst, ist mal irgendwie ein geiler Scheiß. Der Helm ist halt auch kaputt. Kann man den auch reparieren? Ja, ja, kannst du alles reparieren. So, wie geht das denn jetzt hier? Du gehst an die Reparaturstation, drückst auf diesen blauen Hammer, glaube ich, wo reparieren steht, wenn du mit der Maus drüber gehst. Ah, und dann sagt er dir, wenn du da drüber gehst, was das kostet sozusagen. Also hier, ich borg uns hier gerade noch mal ein bisschen Kupfer, ja, bei dem Boss hier oben. Da gibt es noch ein bisschen was. So, ich bin jetzt well prepared. Prepared. Warte mal, ich lasse mal die Teile hier. Ah, hier ist auch noch ein bisschen Kupfer. Ja, Steuerung ist noch ein bisschen frickelig irgendwie. Manchmal. So, sollen wir ihn nochmal versuchen oder wollen wir die Folge erstmal beenden? Neue Folge oder? Sagen Sie nichts. Ja, können wir gerne eine neue Folge machen. Klar, warum nicht? Was hab ich denn jetzt bekommen? Rotschleimfigur. Eine lebensechte Nachbildung eines aggressiven Rotschleims. Da muss der Zwiebel mal gerade die Aktion... Die Aktion beenden. Wo seid ihr? Ich komme mal zu euch runter. Moin. So, Moin. Also... Kurz vorm Boss, liebe Leute, nächstes Mal machen wir den Schleim mal nicht schleimig, sprich, wir hauen ihn mal um, versuchen es zumindest. Versuchen es jetzt. Berühmte letzte Worte. Also, Spannung steigt, der Boss ist gesichtet, der Boss wurde probiert und wir machen ihn nächste Woche. Er wird gefickt, Junge! Ja, richtig, trocken. Ja, schleimig genug, ist egal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.